in unserem Universum, ob es da Paralleluniversen gibt. Oder Realitäten gibt. Respektive andere Realitäten. Andere Realitäten muss man in dem Sinn ja verstehen, dass es andere Dimensionen sind, nehme ich an. Davon wird ja wohl die Sprache sein, wenn von anderen Realitäten gesprochen wird. Aber andere Realitäten in unserem Universum gibt es an und für sich unzählige, nur sind diese anderen Realitäten, diese andere Wirklichkeiten eben andere Dimensionen. Es ist nicht so, dass in unserer Dimension andere Realitäten, andere Wirklichkeiten existieren, sondern es sind immer andere Dimensionen, es sind also andere Raum-Zeit-Gefüge. Okay. Wenn die Frage danach ist, ob der Mensch sich von der materiellen Lebensform in eine höhere Lebensform entwickelt, dann ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Denn der Mensch, der lebt, um sich zu evolutionieren. Das heißt, bewusstseinsmäßig zu evolutionieren, und dadurch evolutioniert auch die Geistform im Menschen drin. Und das geht so lange durch Wiedergeburten der Geistform hindurch und immer wieder neue Persönlichkeiten mit neuen Bewusstseinsformen so lange einher, bis eine relativ höchstmögliche Vollkommenheit erreicht ist, und dann wird der Mensch nicht mehr als Mensch geboren, sondern nur noch als die reine Geistform wird dann geboren, zusammen mit einem Körper, der nicht mehr materiell, sondern nur noch halb materiell und halb geistig ist. Und auch diese Phase, die geht vorüber, dauert allerdings viele Millionen Jahre, respektive sogar Milliarden Jahre, und dann entwickelt sich die letzte Form, die noch irgendwelche materielle Substanzen in sich hat, zur reinen Geistform empor. Und das ist dann die sogenannte Ebene Arahata Tersata. Das ist die erste rein Geistform-Ebene, die existiert. Und von dort empor geht es dann über sehr viele andere Reingeistformen, die immer feinstofflicher werden, hinauf bis zur Petalebene. Das ist die höchste Form, die überhaupt entstehen kann in Bezug auf Reingeistformen, ausgehend vom menschlichen Geist, von der menschlichen Geistform. Und diese Ebene ist es dann, von der aus ein stufenloser Übergang direkt in die Schöpfung hinein, in das Universalbewusstsein hinein stattfindet und damit der Schöpfung wiederum neuen Stoff gibt zu ihrer eigenen Entwicklung. Denn die Schöpfung selbst, die ist auch entwicklungsbedürftig, sie ist auch nur relativ vollkommen und nicht vollkommen. Denn eine absolute Vollkommenheit gibt es nicht. Und diese Schöpfung, die arbeitet sich dann über 10 hoch 49 verschiedene Schöpfungsformen wiederum hinauf, bis in das sogenannte absolute Absolutum, dem wiederum noch 6 weitere Absolutumformen angeordnet sind, die sich auch wieder emporarbeiten müssen bis zum sogenannten Sein-Absolutum. Das ist die höchste Absolutumform, die höchste Schöpfungsform, die es überhaupt gibt. Und auch die ist nicht vollkommen, denn diese lernt und evolutioniert ebenfalls durch alle die evolutionären Vorgänge und Erkenntnisse und Weisheiten und die Liebe und so weiter, die durch sämtliche andere Schöpfungsformen hindurch bis zu ihr hochgetragen werden, wobei der Mensch die niedrigste Form ist und die erste Stufe darstellt, um überhaupt evolutiv wirksam werden zu können.
In Bezug auf die Abtreibung bei Menschen muss man sehr vorsichtig sein, denn da gibt es Abstufungen. Es ist schöpfungsgesetzmäßig ist es nicht verboten, irgendwelches Leben im Mutterleib abzutreiben. Nach dem 21. Tag, ich rede jetzt vom Menschen, es gibt natürlich auch Tiere, oder wo man dasselbe tun kann. Aber ich rede jetzt vom Menschen und der wird am 21. Tag nach der Zeugung begeistert. Und wenn irgendwelche Umstände es erfordern, vielleicht das Leben der Familie oder der soziale Stand oder irgendwelche Gesundheit für die Mutter oder irgendwelche Gesundheit, die beeinträchtigt wird in Bezug auf die heranwachsende Frucht, dann ist es absolut legal und gesetzmäßig vertretbar, also Schöpfungsgesetz, naturgesetzmäßig vertretbar, dass eine Abtreibung vorgenommen wird. Es ist also nicht so, wie all jene, die Gegner sind von Abtreibungen, einfach schreien und brüllen und heulen, Abtreibung sei eine Sünde, denn eine Sünde gibt es nicht. Das ist nur ein religiöses Belang, das aufgebracht wurde, um den Menschen damit wiederum Angst einzujagen und sie unter die Knute zu bringen. Abtreibung ist völlig legal, wenn irgendwelche nennbaren, wichtigen Gründe vorhanden sind, um eine Abtreibung wirklich vornehmen zu können, dann ist es tatsächlich erlaubt. Es heißt aber nicht, dass man einfach abtreiben soll, aus dem Grund, weil man jetzt einfach irgendwie, weil eine Frau schwanger geworden ist, aus Unverständnis heraus oder so, dass das Kind dann einfach deswegen abgetrieben werden soll, weil es einfach nicht in den Rahmen der Frau passt oder der Familie passt und so weiter und so fort. Es müssen nennbare Gründe vorhanden sein, akzeptable Gründe vorhanden sein, damit eine Abtreibung durchgeführt werden kann. Warum das Leben des Menschen auf der Erde so kurz ist, das hängt eigentlich zusammen mit seiner gesamten Entwicklung, mit der medizinischen Entwicklung, mit der Nahrungsentwicklung und so weiter und so fort. Und jeder Planet, der Menschheiten hervorbringt, wie die Erde ja selbst auch eine Menschheit hervorgebracht hat in verschiedenen Stadien, beginnt unten und arbeitet sich nach oben durch, um immer älter zu werden. Und wenn die Plejaden jetzt heute ein Durchschnittsalter von 1050 Jahren haben, dann ist das einfach infolge ihrer gesamten Entwicklung zustande gekommen, die sie durchlaufen haben im Jahr von vielen Millionen. Und wenn der Erdenmensch die Sache einmal richtig betrachtet, dann steigt auch sein Alter eines Tages in diese großen Höhen hinauf, auch wenn wir heute erst bei rund 80 Jahren Durchschnitt sind, im europäischen Raum zum Beispiel. Wenn wir aber zurückblicken, nur schon bis 1800 und so weiter, 1850, da war das mögliche Lebensalter des Menschen noch in Europa vielleicht bei 40 Jahren. Wir haben also schon bereits jetzt 40 Jahre Zuschuss gewonnen, wo der Mensch älter wird, als das früher der Fall war. Und vielleicht in 200 Jahren wird er dann 150 Jahre alt oder 160 Jahre alt und in 1000 Jahren wird er vielleicht 400 Jahre alt und so weiter. Und so steigt das mit der gesamten Entwicklung zusammen, mit der Nahrung, mit der Medizin, mit der Technik, mit der Möglichkeit, das Leben besser zu gestalten und so weiter und so fort. Auf die Frage, die immer wieder gestellt wird, wie das eigentlich war beim World Trade Center in New York, als die Flugzeuge von den Terroristen reingelenkt wurden, ob da Sprengstoffe an Bord waren. So wie ich von den Plejaden her weiß, da waren Flüssigsprengstoffe im Spiel, die in die Flugzeuge eingebracht wurden im Gepäck.
und also im Gepäck der Passagiere. Es handelte sich dabei nicht um das Flugbenzin, um das Kerosin und so weiter und so fort, sondern es waren effektiv Flüssigbrennstoffe. Und die haben dann die eigentlichen riesigen Explosionen bewirkt, die zustande gekommen sind, als die Flugzeuge in die Towers gelenkt wurden. Dass die Erde in unserer Galaxie sehr weit draußen ist, in einem Spiralarm, das ist ein ganz natürliches Phänomen. Die Erde wurde also nicht extra hier rausgeschafft oder so, sondern sie ist auf natürlichem Wege im Spiralarm unserer Galaxie, unserer Milchstraße entstanden. Und bezüglich dessen, dass die Erde nun besucht wird von Außerirdischen, also von den Plejaren. Das hat nicht einfach damit zu tun, weil die Erde eigene menschliche Lebewesen hervorgebracht hat, sondern die Besuche durch die Außerirdischen, die beruhen darauf, dass ihre frühen Vorfahren bereits zur Erde gekommen sind und hier Unheil angerichtet haben, Irrlehren und Falschlehren verbreitet haben, die heute wieder gut gemacht werden sollen durch das, dass die Lehre der Wahrheit, die Geisteslehre, wiedergebracht wird. In Bezug auf die Astrologie ist zu sagen, das, was heute gemacht wird, das hat mit der Astrologie an und für sich eigentlich nichts mehr zu tun, denn grundsätzlich beruht die Astrologie auf völlig anderen Voraussetzungen als das, was heute fabriziert wird und was heute bekannt ist und nur noch zu reinen Profitzwecken und Imagezwecken und so weiter durchgeführt wird. Aber die Astrologie näher zu erklären, wie die eigentlich funktioniert und welche Faktoren dahinter stehen und maßgebend sind und so weiter und so fort, das zu erklären, das würde einfach zu weit führen. In Bezug auf die Artefakte, auf sehr alte Artefakte, die hier auf der Erde gefunden wurden, wie zum Beispiel in 2-3 Kilometer Tiefe in der Erde drin oder auf der Oberfläche oder in irgendwelchen uralten Pyramiden drin oder im Erdreich drin oder was es auch immer ist. Diese Artefakte, die von sehr hohen technischen Entwicklungen zeugen, jedenfalls teilweise von sehr hohen Entwicklungen technischer Hinsicht zeugen, die beruhen darauf, dass auf der frühen Erde Menschen gelebt haben, außerirdischen Ursprungs, die diese Technik hierher gebracht haben. Und so wie mir die Plejaren gesagt haben, haben sie in Bezug auf Rückerinnerungen und Annalen aus ihren eigenen Reihen Berichte, die auf rund 240 Millionen Jahre zurückführen, da bereits Außerirdische auf die Erde gekommen sind und hier gelebt haben. Teilweise haben sie irgendwelche Kriminelle hierher als Maßnahmeerfüllungsort, die Erde als Maßnahmeerfüllungsort auserkoren und die Kriminellen hierher transportiert und hier ausgesetzt. Und es wurden dabei viele technische Apparaturen, Geräte und Maschinen und so weiter hier auf der Erde auch ausgesetzt. Und solche Dinge können immer und immer wieder gefunden werden.